Arena live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch, wirklich kritisch. Fellner live. So, und jetzt geht es um das, was heute wirklich wichtig ist, weil der Rest der Sendung ist eigentlich Nebensache. Es geht um den Urlaub, ja. Um Ihren Urlaub, aber auch um unseren Urlaub. Denn da sitzen drei Urlauber. Tanja Durwig, Mallorca. Gleich mit dir zugeschalten, sehen wir gleich per Skype. Silvia Schachermeier, die macht Dauerurlaub in Mallorca. Ich glaube, die ist schon 4 oder 5 Monate dort und wird uns erzählen, wie es derzeit wirklich in Mallorca zugeht. Dann Alex Nausner, hallo. Kroatien, ja, kommt gerade von einem kroatischen Luxus-Campingplatz nach Hause. Und meine Wenigkeit, ich war auf einem Segelschiff in Griechenland. Das heißt, wir können Ihnen sagen, wie geht es in Spanien zu, wie geht es in Kroatien zu, wie geht es am Schluss dann noch in Griechenland zu. Fangen wir mit der Tanja an, weil das ja die meisten Österreicher interessiert. Was ist los in Mallorca, Tanja? Hattest du Angst, dorthin zu fliegen und wie war die Anreise? Also prinzipiell hatte ich gar keine Bedenken, muss aber vorausschicken, dass ich eben nicht in einem Hotelkomplex untergebracht worden bin, sondern bei meiner Freundin, bei der Silvia Schachermeier, die seit über einem Jahr dort lebt. Mhm. Und deswegen war ich mir da auch ziemlich sicher, dass wir da jetzt nicht in irgendwelche Spelunken absteigen werden, wo dann vielleicht dieses Corona... Aber der Flug zunächst einmal. Man sagt ja, das ist wahnsinnig kompliziert, man muss vielleicht in Quarantäne, alle diese Horrorgeschichten. Wie war der Hinflug? Also das dachte ich mir auch, aber du bekommst, also ich habe von meiner Fluglinie vorher ein Formular bekommen zum Ausfüllen. Das habe ich natürlich brav gemacht, ausgedruckt. Bei uns in Wien habe ich mir gedacht, mindestens 2 Stunden vorher, war völlig überspitzt, weil es war so viel Security, wie ich noch nie gesehen habe und so wenig eigentlich Passagiere, wie ich auch noch nie erlebt habe. Und die Geschäfte sind alle zu am Flughafen, also das ging alles sehr schnell. Und der auch in Flughafen Spanien. Ist eine Ghost City, muss man sagen. Ne? Hier in Wien und auch in Spanien, ja, ist es so, dass du überall durchzischt und wer das Formular schon im Vorfeld ausgefüllt hat, gibt es einfach nur ab und geht weiter. Keine, ja, Warteschlangen, gar nichts. Aber ne? Es ist so ein Immigration-Prozess wie in Amerika. Man muss ein ausgefülltes Formular und seinen Pass herzeigen, ne? Den Pass, witzigerweise, haben wir nicht herzeigen müssen. Also sie vertrauen da hoffentlich, dass man die richtigen Daten ausfüllt. Aber du füllst aus, wo du gesessen bist, Flugnummer, wo du wohnst, ja, in Palma, genau, wo du hier wohnst. Damit und dort sie laufen lauter Leute in Rotkreuz-T-Shirts herum. War das in Mallorca auch so? Nein, es waren eher die Warnwesten, dass, genau, man sie gleich erkennt. Ja. Und sie schicken, ja, dich mit Masken überall auch gleich weiter. Also es ging, ja, eigentlich recht flott und war gut organisiert. Ja. Also von dem, also her war ich Anreise recht überrascht. Also Anreise überhaupt kein Problem. Ja? Nein, und es war auch im Flieger, ja, ganz, ganz wenig los. Beim Hinfliegen ein bisschen mehr, beim Zurückfliegen habe ich mir das angetan, dass ich gezählt habe. Ja, das schauen wir uns einmal das Bild an, das die Tanja mitgebracht hat. Das muss man sich anschauen, weil das ist ein Bild für die Ewigkeit. Ja. Tanja Durwig in einem Privatflieger, könnte ja, quasi, man sagen. Ja. Beim Rückflug, wir sehen hinten die dicht besetzten Reihen. Kein Mensch. Wie viele Passagiere waren da insgesamt an Bord? Also beim Rückflug habe ich mir wirklich die Mühe gemacht und gezählt, es waren insgesamt 32 Leute. In einem Flieger für 300 Leute? Genau, ja, richtig. Und beim Hinflug waren es auch nicht viel mehr? Ein bisschen mehr, aber maximal 50. Also nicht. Österreicher fliegen derzeit nicht nach Mallorca, müsste man sagen. Ne? Wahrscheinlich. Ich meine, es, ja, war ein Tag vor Schulende. Kann natürlich sein, dass es dann jetzt mehr ist, aber zurückfliegen tun sie auf jeden Fall nicht. So, und jetzt haben wir deine Freundin zugeschaltet, die Silvia Schachermeier. Hallo Silvia, hallo. Man muss dazu sagen, die Tanja und die Silvia sind langjährige Missenfreundinnen. Die eine im Jahr X und die andere im Jahr darauf. Ja. Das ist noch nicht sehr lange her, wie man an den wunderschönen jugendlichen Gesichtern sieht. Und die Silvia hat irgendwann beschlossen, die Corona-Zeit auf Mallorca zu verbringen. Wann hat deine Mallorca-Quarantäne gestartet, Silvia? Ja, also offiziell, glaube ich, am 13. März war das. Mhm. Und ab da hieß es dann, 9 Wochen nicht rauszugehen. Ja, und seit 13. März bist du in Mallorca. Zuerst in der Wohnung kaserniert, aber die letzten Wochen war dann etwas Freizügigkeit und ab heute wird es wieder schwierig. Genau, ja, das war auch mein Hintergedanke, deswegen bin ich mit meiner Tochter eben da geblieben, weil ich mir gedacht habe, sobald das auf der Insel wieder besser wird mit dem Rausgehen, haben wir natürlich die ganze Insel für uns allein und das muss man ausnutzen. Leere Strände ohne Touristen.
Und es war schon sehr einmalig. Also wir haben tolle Wochen auch gehabt. Und ja, ab jetzt gibt es wieder Maskenpflicht. Das wird spannend. Das ist unglaublich. Ab heute hat Spanien wieder Maskenpflicht verhängt. Das heißt, du dürftest jetzt aus deiner Wohnung nicht hinaus ohne Maske. Und du darfst praktisch bis zum Sonnenschirm gehen. Dort darf man die Maske abnehmen. Oder bis zum Poolrand. Dort darf man sie auch abnehmen. Richtig? Also am Strand und beim Pool gibt es keine Maskenpflicht, sonst überall Maskenpflicht in Spanien. Ja, also genau so ist es. Und auch hier ist, glaube ich, anders als in Österreich, dass man auch im Restaurant so lange die Maske aufbehalten muss, bis das Essen oder das Trinken serviert wird. Und für dich sehr unangenehm, diese Maskenpflicht, ist das etwas, was dich sehr bedrückt? Ich meine, heute hast du das ja nicht wirklich erlebt, aber du hattest ja diese Zeit schon, wo du überall mit Masken herumgehen musstest. Ja, das Leben, das soziale Leben ist natürlich dann schon eher eingeschränkt, weil die Leute wollen das natürlich nicht. Also gerade die Spanier mit dem Lifestyle hier, schaut halt jeder, dass er so wenig wie möglich dann rausgeht. Ja, also für mich ist, ich empfinde es sehr mühsam, weil es einfach auch aufgrund der Hitze ein Wahnsinn. Aber ja, es hilft nichts. Ja, jetzt einmal zu euch beiden, zurück wieder zu Tanja. Tanja, wie hast du Palma, Mallorca und überhaupt die Insel erlebt? Ist das eine Ghost Town? Ein bisschen schon. Also wir waren gerade am ersten Abend in der Altstadt und da war es im Gegensatz zu letzten Jahr natürlich wirklich leer. Man kann schon sagen gespenstisch. Im ersten Moment natürlich angenehm, wenn man aber an die wirtschaftlichen Folgen denkt. Und man sieht auch einige Boutiquen, die wirklich auch schon geschlossen haben. Also die haben auch schon ausgeräumt. Das ist halt dann schon ein bisschen bedrückend. Und es ist auch so, dass damals, wo ich schon dort war, gab es ja auch die Maskenpflicht beim Shopping. Also das heißt, du bist in ein Geschäft rein und dort hast du sofort Hände desinfizieren müssen, Maske, also da hat dich jemand darauf hingewiesen. Also du konntest nicht einfach reinspazieren und dort nicht desinfizieren. Und die Fotos waren super einfach zu machen, weil keine Touristen da waren. Es gibt natürlich vereinzelt Bars und wirklich auch die Namen haben, wo man sagt, wo man gern hingeht. So wirkliche Hotspots, die man kennt, die sind gut gefüllt, muss man sagen, nicht gesteckt voll. Aber es sind natürlich nicht alle Restaurants offen und das macht das Bild halt alles ein bisschen weniger. Und gerade am Strand ist es mir sehr aufgefallen. Also Beachclubs gibt es natürlich, die gut gefüllt sind, Winnicke Beach, Roxy Beach. Aber diese klassischen langen Strände mit den Liegen, die man mietet, die sind komplett leer. Also da kommen dann um 17 Uhr die Spanier, die in der ersten Reihe ihr Schirmchen aufstellen, aber alle Touristenliegen sind quasi leer. Also da siehst du nur blaue Liegen ohne einen einzigen Handtuch. Ja. Silvia, erzähl du uns einmal. Du kennst ja dort viele Österreicher, du kennst viele, die dort zumindest zeitweise in Mallorca wohnen oder Urlaub machen. Sind die derzeit da oder bist du eigentlich als einzige Österreicherin so ziemlich allein auf dieser Baleareninsel? Also bis 1. Juli oder kurz vor Ende Juni war ich eigentlich ziemlich alleine, weil alle, die quasi keine Residenten sind, durften ja nicht einreisen auf die Insel. Und ja, also war mit vielen Spaniern und ja, ohne Touristen aus Deutschland, Österreich oder England. Ja. Und für dich auch ein bisschen gespenstisch, das Palma, so wie er sich jetzt darstellt, mit den vielen geschlossenen Geschäften. Man sagt ja, bis zu ein Drittel der Geschäfte sind entweder schon pleite oder werden in Kürze pleite gehen. Ja, das ist klar, auch mit meinen spanischen Freunden. Die haben natürlich alle Existenzängste, weil wenn die Touristen ausbleiben, das ist ja eine Kette, das zieht sich ja bis zu den kleinsten Geschäften. Und also die Stimmung ist schon hier so, dass alle wissen, ab Oktober wird es wahrscheinlich sehr ernst werden. Auch wenn diese ganze Kurzarbeit und so weiter dann aus ist, verlieren sich jetzt sehr viele ihren Job. Und du hast angedeutet, seit 1. Juli sind also zumindest ein paar Österreicher auf die Insel gekommen. Genau, seit 1. Juli sind halt alle die, die quasi nicht hier gemeldet sind, da konnten wieder einreisen. Und somit sind einige Österreicher jetzt wieder auf der Insel und es wird schon langsam. Aber natürlich nicht so im Umfang wie die letzten Jahre. Man sagt ja, alles ist viel billiger als früher. Das Einkaufen ist billiger, die Restaurants sind viel billiger, die Strände kosten teilweise nur noch 10 Euro, der Liegestuhl. Ist das so?
Also ich würde jetzt nicht sagen, dass es viel billiger ist als letztes Jahr. Aber man sieht halt schon, dass die Geschäfte, die Restaurants und so weiter sehr bemüht sind um die Kunden. Also es ist, also man fühlt sich sehr gut aufgehoben. Man wird sehr freundlich begrüßt, auch im Restaurant. Das ist halt wirklich ein großer Unterschied. Also es ist zwar eine Geisterstadt, dieses Palma, aber auf angenehme Art und Weise, könnte man sagen. Absolut. Also wenn man hier nicht arbeiten muss und auf Touristen angewiesen ist, ist es ein perfekter Platz, um Urlaub zu machen. So, jetzt wollen wir mal schauen, wie schaut es in Kroatien aus, Alex? Deine Anreise, hattest du Sorgen oder hast du gedacht, du ziehst da eh durch in deiner dir bekannten Art? Naja, ich sage mal so, natürlich macht man sich Gedanken im Endeffekt, aber die Slowenen haben einen durchgewunken und auch bei den Kroaten, wir haben uns anmelden müssen, 48 Stunden vorher, da gibt man wirklich alle Reisenden an, sprich zwei Kinder, meine Lebensgefährtin auch, und mit diesem Zettel, da winken sie dann durch, damit man die Ausweise kontrolliert. Die hast du ausgefüllt, bevor du weggefahren bist. Genau, muss man 48 Stunden vorher machen. Und am Computer ausgedruckt. Ganz genau, das druckt man aus, man bekommt dann ein Formular zugeschickt mit einer Nummer drauf und diese Nummer berechtigt einen dann zur Einreise. Ansonsten müsste man das bei der Grenze machen und das bedeutet dann natürlich, ja, man kann sich vorstellen, wie die arbeiten, ein bisschen Wartezeit. Gut, war und dann bist du durchgeglüht. Im Endeffekt, ja, wir haben 5,5 Stunden gebraucht, sind sehr früh, bin ja Frühaufsteher, wie du weißt. Wo bist du hingefahren, um das noch zu sagen? Nach Poreč-Rovin, ja, in diese Gegend. Also im nördlichsten Teil von Kroatien, fast ganz an genau der slowenischen Grenze. Da bist du rübergefahren. Durch Slowenien durch und dort dann nach Kroatien oder gleich nach Kroatien und drüber? Durch Slowenien da Richtung Triest und dann drüber und dann Richtung Portorož. Dort die Grenze über. Ganz genau, ja. Und dann kamst du also auf deinen Luxus-Campingplatz mit also so Chalets. Schön, genau, schöne Anlage auch, ja. Wunderschöne Anlage. Und was war dort los? Der Teufel oder gar nichts? Naja, die haben da 30 Stück von diesen einzelnen Häusern in diesem Bereich mit eigenem Strand. Das war mir auch sehr wichtig mit den Kindern, dass man nicht irgendwie da in den Massen ist. Aber die gibt es gar nicht dort. Also ich sage mal, ein Viertel, das ist wirklich ein sehr großer Campingplatz, Laterna dort, der auch nicht sonderlich billig ist. Aber man sieht keine Österreicher. Der ist normalerweise knallevoll. Die haben auch eine riesig schöne Anlage, wo man mit den Kindern hingehen kann. Also ich war da erstaunt. Bin auch einmal laufen gegangen, auch wirklich daneben die Campingplätze haben teilweise gar nicht aufgesperrt. Also ich habe gesehen, das Überpreissegment funktioniert, haben die Preise aber reduziert und teilweise kleinere keine Chance. Also da war wirklich, da war niemand. Und wart ihr eigentlich auch in Restaurants und so weiter? Ja, das ist alles reibungslos, hat das funktioniert. Im Endeffekt muss ich sagen, also die Abstände werden eingehalten, vielleicht nicht alle Kellner jetzt mit Maske, wie man sich es vorstellt. Aber was mir aufgefallen ist, die haben keine Maskenpflicht in den Geschäften. Zum Beispiel, die haben ja auch dort von Lidl bis Hofer, weiß Gott was. Aber da geben die Ketten vor, dass man Maske tragen muss. Und da waren wir erstaunt, also die sind deutlich disziplinierter als bei uns. Also da kommst du, da wirst du wirklich schief angeschaut. Und dieses Rovinje selber oder das Poreč, Geisterstätte oder ist dort schon was los? Im Verhältnis, man kann es nicht vergleichen. Wir sind zu allen diesen Top-Bars, die es gibt, die direkt am Wasser sind, da bist du reingegangen und hast sofort einen Platz gekriegt. Also wo du normalerweise reservieren musst und alles. Also es ist ein bisschen was los. Aber man wird jetzt nicht durch die Altstädte durchgedrückt oder durchgedrängt. Also nicht einmal dann am späten Abend. Also man kann, also ich habe es als ehrlichen Urlaub empfunden. Du kannst wirklich ohne große Reservierung eigentlich überall hin. Ja, ich habe dasselbe erlebt. Ich war in Ibiza, kurz vor der Tanja. Das war eine echte Geisterstadt. Also dort sind 90% der Geschäfte zugeschlossen. Das ist eine Partyinsel. Es wird dort auch keine Party mehr geben, weil die Discos nicht aufsperren werden. Das steht schon fest. Es sperrt nur das Leo, dieser berühmte Dinnerclub auf. Der Rest bleibt zu. Und dort schaut es also grauenvoll aus. Da sind 90% zu, die ganze Altstadt verriegelt. Mhm. Aber du wirst behandelt wie Kunde ist König. Ja? Ein Dreigang-Menü in einem Top-Restaurant um 15 Euro. Dafür hast du früher in Ibiza nicht einmal eine Suppe bekommen. Aber das ist in Palma nicht so. Also da sind schon noch die üblichen Preise. Das sind die besseren Geschäftsleute und die sind noch nicht so verzweifelt wahrscheinlich, wie die aber ich glaube schon, dass jetzt Ibiza, ganz speziell Ibiza, witzigerweise, ich bin ja gespannt, weil wir planen ja auch Ibiza im September, das ist feiert ein Freund von uns Geburtstag dort, ob das dann jetzt wirklich stattfindet, das werden wir dann sehen im September. Aber mich würde auch interessieren, wie es in Griechenland war, weil ich fliege mit meiner Familie. Und dann war ich kurz in Griechenland und also Griechenland dasselbe wie du, also bei der Einreise ist es dramatisch. Da haben die Griechen ja kurz bevor ich hingeflogen bin, überraschend festgelegt, dass jeder Dritte einen Corona-Test machen muss und zwei Tage in Quarantäne muss und das durch Zufall bestimmt wird. Richtig. Ja, und so war es auch. Riesige Schlange bei der Ankunft
Und dann wurde geteilt in Familien und Nichtfamilien. Diejenigen, die das Glück hatten, dass sie Kinder mit haben wie ich, nach rechts, durften durch. Ja, und diejenigen, die nicht Familie hatten, auch Paare, nach links. Und das war dann wirklich brutal, teilweise Paare auseinandergerissen. Dort schaut es aus wie in einem Lazarett, also ungefähr 10, 15 Kojen mit so komplett vermummten. Wo bist du gelandet? In Athen? Oder? In Athen, ja. 10, 15 Kojen mit total vermummten, die dann diesen kleinen Nasenabstrich machen. Und dann wirst genau aufgenommen und so weiter, musst 2 Tage in Athen bleiben, bis du den Test wieder zurückbekommst. Also da hat es einige sehr aggressive Szenen, Tränen und so weiter gegeben. Also das war alles andere als lustig. Nee, ich glaube, es ist tragisch, wenn du eine Woche dort bist und dann bist du mal 2 Tage mal in Quarantäne, weil dann bist du eigentlich... Das hat auch jeder mir dort gesagt, dass der größte Schildbürgerstreich, den die griechische Regierung je durchgeführt hat, weil jetzt kommt natürlich niemand mehr, weil das traut sich keiner an einem Ort. Ja, wobei man muss halt sagen, in Griechenland, die haben die Zahlen wirklich sehr schnell unter Kontrolle bekommen und da, die waren auch besser unterwegs als Österreich. Also die haben gleichzeitig mit uns zugemacht, das kommt ja dazu. Und die waren wirklich so, die mussten SMS schreiben, wenn sie auf die Straße gehen mussten. Meine Schwiegermutter, die lebt ja unten, die war 8 Wochen lang gar nicht draußen, also wirklich wie die Silvia im Palmer. Die sind extrem. Die sind wirklich sehr extrem und die wollen wirklich nicht, dass das da irgendwie explodiert. Und dann bin ich mit Segelboot von Insel zu Insel gefahren und es war ganz überraschend, dass die ersten Inseln menschenleer, das war Mykonos, sehr leer, fast wie Ibiza, Partyinsel, nichts los. Dann Paros, überhaupt menschenleer, kein Mensch. Super, Naxos war schon deutlich mehr los, muss man sagen. Da war schon, da kann man so Billigurlaub am Strand machen. Da hat man gesehen, da laufen bereits die Beachclubs. Da waren teilweise die Betten schon belegt. Mhm. Dann die kleinen Inseln, Ghost Towns, kein Mensch. Naja, gut. Und dann war ich am Schluss noch in Santorin. Und dort war ganz normaler Urlaub, so als wäre nie etwas geschehen. Die Insel voll. Total voll. Ja, das ist ein gediegener Urlaub. Das sind Pärchen und das sind jetzt nicht Pärchen, die lassen sich ja nicht abhalten. Also wir fahren ja dort auf die Inseln, um wirklich Zweisamkeit zu erleben. Unglaublich, aber dort waren auch Österreicher, dort waren auch Deutsche, dort war alles. Also Santorin war der einzige Auslandsort, den ich bis jetzt gesehen habe, wo bereits Business as usual ist. Da war alles voll, da waren die Strandclubs voll, da waren am Abend die Restaurants so voll, dass du teilweise keinen Platz mehr bekommen hast. Ja, und dort hat es Corona nicht gegeben in den Gassen, die Leute eng an eng, so wie das war, kein Abstand, kein Babyelefant weit und breit zu sehen. Also die haben von Corona noch nichts gehört auf Santorin, denn dann ist es auch wurscht, obwohl natürlich keine Kreuzfahrtschiffe dort sind und es dadurch ein bisschen weniger ist. Also Griechenland derzeit nicht sehr empfehlenswert aufgrund dieser idiotischen Idee, jeden Dritten in den Test zu schicken, ohne dass er es vorher weiß. Und das ist natürlich etwas, da würde ich sagen, da gehe ich lieber ins Casino, als wie das in nach Griechenland auf Urlaub. Ja, wer weiß vielleicht. Also im Prinzip ist es, glaube ich, Familien schauen sie schon, dass sie die jetzt nicht unbedingt in die Quarantäne schicken mit Kleinkindern und so. Das glaube ich, das wird da genau, schon ein bisschen beachtet. Genau, das ist sehr lieb. Das war immerhin sehr lieb. Genau. So, und jetzt schauen wir uns nochmal die Silvia an. Hallo Silvia. Und sag uns doch bitte, wie siehst du Mallorca derzeit mit dieser Maskenpflicht? Rechnest du damit, dass Urlauber kommen? Wie lange bleibst du noch? Und wenn jetzt unsere Zuschauer dich hier sehen und einen Tipp wollen, soll ich nach Mallorca kommen oder nicht? Was würdest du sagen? Ja, absolut. Also es ist sehr empfehlenswert. Natürlich jetzt nicht für Halligalli-Partyurlaub, denn das passiert nicht. Die Bars und so weiter sperren teilweise Mitternacht zu. Aber für Pärchenurlaub, Familienurlaub oder einfach ein entspannter Urlaub ist es sehr empfehlenswert. Man kriegt überall Plätze, die Insel ist wunderschön, das Wetter ist wunderschön. Und ja, ich bleibe jetzt noch ein Jahr. Ein Jahr. Das heißt, wir müssen dich noch ein Jahr vermissen hier. Ja. Ja. Bei mir geht's los. Du kommst nicht zurück auf einen kurzen Zwischenstopp? Doch, ich fliege, wenn es jetzt wieder losgeht, circa alle 2 Wochen nach Österreich retour und habe auch meine ganzen Ausbildungen in Österreich und ja. Aber du genießt das Strandleben ohne Touristen? Absolut. Mhm. Also es ist wirklich eine wunderschöne Insel und wunderschöne Plätze und der perfekte Zeitpunkt, das zu entdecken. Also du würdest sagen, empfiehlst jeden, kommt nach Mallorca. Ja. Sagst du das auch, Tanja?
Ja, also ich kann nur das Gleiche sagen. Also im Prinzip das Meer wunderschön, sauber. Alle im Restaurant kriegst du Platz, alle sind um dich bemüht. Und diesen Massentourismus, den will ja, glaube ich, von uns eh keiner, wo dann irgendwie alle gröllend auf den Tischen, also ich zumindest nicht, auf den Tischen stehen. Also dort war ich nie und dort werde ich auch und nicht hinkommen. Der wird mir auch nicht abgehen. In vielen prominenten Beachclubs, nicht? Seid ihr mit dem Boot herumgefahren, genau, habe ich gesehen, richtig, auf den Fotos, ja. Und habt eigentlich einen Riesenspaß gehabt. Ja, auf jeden Fall. Ja. Und es waren, wie viel würdest du sagen, ein Viertel der Touristen, ein Zehntel der Touristen, was würdest du schätzen? Ich bin jetzt nicht so der Palmer-Insider, aber ich war letztes Jahr um die gleiche Uhrzeit da waren alle Liegen besetzt. Dieses Mal waren vielleicht ein Zehntel von den Liegen besetzt. Ein Zehntel, ja, würde ich auch in etwa sagen. Ja. Also es fehlen noch 90% der Touristen, könnte schon man sagen. Also auf den öffentlichen Stränden, wo du sagst, nicht in den Beachclubs, da war es wirklich schön voll. Aber auf den Stränden, wo du sagst, wo normalerweise sich die Massen ins Wasser kämpfen, da ist schon und ein auch der Rückflug kein Problem. Wir müssen uns noch einmal das Bild der Woche anschauen. Tanja Durwig in ihrem Privatflieger. Also auch da, bitte, so muss man mal zurückfliegen, oder? Unglaublich, ja. Das war aber boarding completed. Also das war jetzt nicht, dass ich als Erster eingestiegen genau, bin, sondern das war kurz vorm Abflug. Was war das für eine Airline? Welche das Airline? War Ryanair. Und ich hatte ja eigentlich immer gedacht, ich habe Glück, weil normalerweise, wenn das so gebucht ist, stornieren sie dir den Flug. Ja. Dann kannst du dir schauen, wie du zurückkommst. Ja. Also das war, aber ich habe mir nur gedacht, Gott sei Dank, ich bin zwar alleine, aber sie fliegen zumindest. Also praktisch Privatflieger inklusive, könnte man sagen. Genau. Deine Rückkehr, Alex? Du, alles einwandfrei. In Österreich keine Kontrollen. Also ich habe das ja verfolgt, auch auf OE24.at. Mit jetzt kommen wieder die Einreisekontrollen, wenn man von Slowenien nach Österreich kommt. Also bei mir war da niemand zu sehen. Das ist wie würdest so du Kroatien-Urlaub empfehlen? Oder hattest du schon Bammel dann unten, dass du teilweise nicht mehr zurück kannst? Nein, ehrlich gesagt nicht. Wir haben gewusst, die Slowenen lassen dich 12 Stunden durch. Ich kann es empfehlen für Familien. Also ich habe noch nie so einen schönen Urlaub da unten gehabt, so in Ruhe mit allem. Es war wirklich, tut mir leid, wenn ich das sagen muss, weil es trifft sehr viele, die eben davon leben. Aber ich habe noch nie so einen schönen, im Endeffekt entspannten Urlaub gehabt hier da unten mit zwei Kids. Also ich kann das nur empfehlen. Und du weißt bereits, falls die Slowenen wirklich die Einreisesperre verhängen sollten für Kroatien-Urlauber, dann darf man 12 Stunden lang durchfahren. Hat es geheißen. Das war die Ankündigung, also der Schallenberg sich mit dem slowenischen Kollegen getroffen und gesagt, okay, die Österreicher dürfen nach Hause reisen, aber ansonsten machen sie die Grenze aber dicht. Aber noch ist das ja nicht in Kraft. Ne? Ist nicht in Kraft. Also man hat jetzt die Partybilder gesehen, auch von Zadar, ähnlich wie auf Mallorca. Ich sage, die Depperten finden immer ihren Weg. Also da gibt es ja wieder Bilder, ich meine, nennt Zadar, ich glaube, das ist Zagreb, wo der Party gefeiert wird. Ich meine, wenn man dorthin fährt, dann ist man selber schuld. Aber ich glaube, einen normalen, entspannten Familienurlaub, also kann ich nur empfehlen, war wunderschön. So, also das war unser Urlaubs-Roundtable, den wir hier für Sie gemacht haben. Das heißt, beide geben Entwarnung, ich auch übrigens, sagen, kein Problem. Wenn man Glück hat, kommt man dort an, so wie ich, immer familiensicherheitshalber mitnehmen. Ja. Wenn man Pech hat, muss man 2 Tage in Quarantäne, das ist dann vielleicht weniger lustig. Und beim Zurückfliegen auf jeden Fall kein Problem. Es war weder in Athen eine Kontrolle noch in Wien eine Kontrolle. Beim Zurückfahren musste ich nicht einmal mehr den Zettel ausfüllen, was mich sehr gewundert hat. Nein, in Wien habe ich auch keinen ausgefüllt. Ja. Ich habe nur in Spanien einen ausgefüllt. Also man marschiert in Wien durch einen Spalier und Bundesheersoldaten durch. Aber hinter mir ist einer rausgeholt. Also ich bin durch einen Spalier an Bundesheersoldaten durchmarschiert, die aber alle nur Grüß Gott gesagt haben und Hallo, willkommen in Wien und so weiter. Also die Rückkehr war völlig harmlos. Das heißt, wir drei haben es überlebt, unseren wunderschönen Aufenthalt. Du sagst Mallorca unbedingt, du sagst Kroatien, kein Problem. Ich sage Griechenland, die müssen sich was mit der Quarantäne einfallen lassen, weil damit machen sie sich den Urlaub kaputt. Ansonsten würde ich sagen, wenn dieses Quarantäneproblem gelöst ist, ist in Griechenland in einem Monat spätestens Vollbetrieb. So habe ich das gesehen. In Kroatien aber nicht und in Spanien überhaupt nicht. Also ich würde sagen, Ibiza braucht lange noch, bis das kann. So, das war's. Alex Nausner, Radio Austria Programmchef, Tanja Durwig, Österreich Marketingchefin und ich, alle drei ein paar Tage auf Urlaub und der Bericht ist ein positiver. Wir gehen in eine kurze Werbepause und dann diskutieren zwei, die heuer noch keinen Urlaub gehabt haben, gemeinsam mit dem Niki Fellner, nämlich Miesig und Mölzer, M&M, der Linke und der Rechte, über die politischen Ereignisse der letzten Woche, gleich bei Fellner Live.